So, dann melde ich mich zurück vom JFD Live Trading Desktop und ich hoffe, dass bislang jeder Zuhörer den Tag heute gut überstanden hat. Denn arg viel ist nicht passiert, allerdings eben auch jetzt nichts Außergewöhnliches, Negatives oder Überraschendes. Im DAX hat sich Bayern die Spitze gesetzt und die Verluste sind bei der Lufthansa und bei der Deutschen Bank um einiges angestiegen im Gegensatz zu der ersten Live-Sendung um 10 Uhr. So, dann machen wir kurz im DAX weiter. Hier habe ich dann mittags diesen Chart im Stundenchart, den Stundenchart und den 5-Minuten-Chart mal aufbereitet. Und hier eben entlang dem EMA 10 sozusagen das vorgegeben, was der DAX hätte machen dürfen sollen und nicht dürfen sollen für einen Short-Einstieg. Ja. Hier hatte er zwar den Abwärtstrend kurz gebrochen, aber wichtig war, dass er eben nicht über einen Stundenschlusskurs über 10.800 macht, also nicht signifikant oder überhaupt nicht einen Schlusskurs über den EMA 10 fest. Also kein EMA 10 Schlusskurs festgestellt wird. Ja. Soweit hat es hier im Prinzip alles gepasst. Nach dieser Doji-Kerze kam eine Bestätigungskerze. Hier sieht man wieder, wie im Stundenchart der EMA 10 angelaufen wurde, aber der Kurs eben abgeprallt ist und aktuell stehen wir bei 10.760 Punkten. Wie jetzt der weitere Verlauf aussehen könnte, hängt natürlich sehr vom Nasdaq ab und vom Dow Jones. Und deswegen schauen wir kurz auf diesen Index. Im Nasdaq ist hier der 4-Stunden-Chart jetzt hier nichts Neues für die regelmäßigen Zuseher. Der Kurs ist an die Spezialmarke hingelaufen. Und die aktuelle Tageskerze ist jetzt weder besonders bärisch noch besonders bullisch. Also nach so einer starken Aufwärtsbewegung ist sie dann, wenn der Kerzenkörper der heutigen Kerze komplett in dem Kerzenkörper vom vorigen Tag bleibt, ist es eigentlich dann wirklich eher bärisch zu sehen. Also ein Schlusskurs über 4.680. Dann müsste ich mein Szenario wahrscheinlich umplanen. Aber bislang passt es hier. Aber hier gibt es eben noch keine weitere Aussage zu treffen, wo der Markt jetzt die nächste Stunde hinlaufen könnte. Im Dow Jones war hier der Bereich, wurde angelaufen, gab es eben noch einen Spezialbereich weiter oben, der aktuell jetzt nicht mehr so vorgesehen ist, sondern ab hier eine dreiwellige Abwärtsbewegung starten soll, der Index. Da schalten wir kurz den, ich habe doch noch den 30-Minuten-Chart. Da habe ich ein Chartbild erstellt oder beziehungsweise ein Setup heute Mittag gegen ja, 13 Uhr, 13:15 Uhr. Sollte hier der Kurs unter diese Marke fallen, wäre ein Rücklauf an den ehemaligen Widerstand und jetzigen Support möglich gewesen. Nach Börseneröffnung bzw. ab 15 Uhr habe ich in dem Kommentar geschrieben, dass dieses Setup jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt zu berücksichtigen ist, sondern deaktiviert wird. Und der Kurs hat auch nicht mal die 17.685 hier durchbrochen, weil ich immer eine kleine Toleranz mit angebe. Ja. Aktuell sieht man eben, hier läuft der Dow Jones im 30-Minuten-Chart auf jeden Fall seitwärts. Ist keine dynamische Aufwärtsbewegung, weder eine Aufwärtsbewegung, weder eine Abwärtsbewegung zu erkennen. Also hier kann ich im Moment eben auch nichts Größeres mehr ableiten, außer dass der Index eben heute auf keinen Fall einen neuen Tages oder auf keinen Fall den
Vortagesstand übertreffen sollte, überbieten sollte. Kommen wir noch kurz zu zwei anderen interessanten Setups, den Hang Seng. Hier lief der, das ist eben auch eine Indikation, hier lief er jetzt direkt in den Bereich, in den Unterstützungsbereich von dem Rainbow hinein. Das Besondere jetzt hier ist, dass hier sind wir jetzt im Tageschart unterwegs und im Wochenchart trifft er eben jetzt hier eben auf den EMA10 auf die untere Rainbow-Unterkante. Ja. Die Wolke habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt. Also hier ist eben auch eine wichtige Unterstützung erreicht. Hier wäre jetzt aber trotzdem, da jetzt im Dow Jones und im DAX möglicherweise eben eine kleinere Abwärtsbewegung folgt, hier ist auf jeden Fall noch zuerst mal zu beobachten, dass der nächste Kurs diese Marke eben nicht verletzt, also die nächste Tageskerze. Aber dann könnte man hier das genauso das Setup einsteigen. Im noch Palladium lief er letztes Mal nicht ganz in die Zone rein. Auch hier möglicherweise dreht der Markt wieder 3-4 Dollar über dieser Zone. Diesen Basiswert sollte man auf jeden Fall auch weiter im Auge behalten. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Und ich melde mich vielleicht heute Nacht dann nochmal zurück, wenn bei den US-Indizes wirklich neue Fakten vorliegen, wenn es in Seitwärtsbewegung vollenstatten geht, die ganz, also langweiliger Handel, dann brauche ich, glaube ich, kein neues Video zu machen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend dann.